Hallo, ich bin verifiziert und ich übernehme diese Woche den Popfilter. Ich zeige euch Songs, in denen es für mich um echte Liebe und Zweisamkeit geht. Und einen dieser Songs hört ihr jetzt. Wir hören Messi von Lola Young im Popfilter. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I get what you say. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Lola Young ist eine ganz, ganz krasse, gerade sehr steil aufsteigende Künstlerin, Sängerin, die, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, über TikTok sehr bekannt geworden ist. Genau, und die hat den Song Messi gemacht, der mir sehr stark im Kopf hängen geblieben ist, weil ich den textlich und melodisch einfach, ich finde, das ist ein Hit. Listen to me, I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney, I'm not skinny and I pull a Britney every other week. Ich glaube ja eigentlich, das ist so der Song, der eigentlich, glaube ich, am wenigsten zum Thema passt, zum Überthema Liebe, weil ich glaube eigentlich, dass sie da über ihre Eltern singt. Es geht im Text um, es nie jemandem recht machen zu können oder dass andere Personen dauernd irgendwas anderes von einem erwarten und man eigentlich einfach nur, sie will eigentlich nur sie selbst sein, aber nichts, was sie macht, ist richtig. I'm not asking for pages, but one text or two would be nice. And please don't pull those faces when I've been out working my ass off all day. It's just one bottle of wine or two, but hey, you can't even talk. Ich glaube, den kann man halt eben auch so interpretieren, also eben einerseits, dass die Eltern immer mehr von einem erwarten, andererseits gibt's das ja auch in ungesunder Liebe oder Beziehungen, dass man der Person nie genug wird oder nie gerecht wird oder dass die andere Person einfach dauernd, egal was man macht es nicht richtig. So ordne ich den für mich ein, dass man eigentlich eh die ganze Zeit sein Bestes versucht, aber es passt dann doch nicht und ich finde, sie hat das total schön in Worte verfassen können und irgendwie auch dann doch in so was Bildliches. Ich finde, sie schreibt auch recht bildlich. Ich glaube, die Lieblingsstelle in dem Song ist tatsächlich auch für mich die Hook, weil die das perfekt beschreibt. So dieses I'm too messy and then I'm too fucking clean. Oder genau, I'm too perfect till I open my big mouth. Ist genau dieses, sobald ich wirklich ich selbst bin, bin ich nicht mehr okay für jemand anderen. Ich finde, das beschreibt sie damit sehr schön. Wir hören Messi von Lola Young im Popfilter. Cause I'm too messy, and then I'm too.
text or two would be nice. And please don't pull those faces when I've been out working my ass off all day. It's just one bottle of wine or two, but hey, you can't even talk. You smoke weed just to help you sleep, then why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say Messi ist das von Lola Young hier im Popfilter. Die hat sich in letzter Zeit echt zu einem Publikumsliebling entwickelt. Vor ein paar Jahren, da wurde sie sogar noch mit Adele verglichen, aber mittlerweile hat sie sich einen eigenen Namen gemacht. Davon könnt ihr euch überzeugen in ihrem aktuellen Album This Wasn't Meant For You Anyway. Da kommt auch der Song vor und vorgestellt hat den euch keine geringere als unser Takeover-Host verifiziert. Wer noch mehr über Lola und ihren Song wissen will, schaut mal in die Shownotes dieser Folge, denn es gibt noch eine Popfilter-Folge über den Song. Also wenn ihr wissen wollt, welchen Senf wir so dazu geben, hört euch die Folge von vor ein paar Monaten gerne mal an. Diese Woche geht es um Liebeslieder hier im Popfilter. Aber keine klassischen Schnulzen, nee. Liebe hat nämlich noch viel mehr Zwischentöne. Es ist Halbzeit in dieser Woche. Wenn ihr euch alle bisherigen Folgen mit verifiziert anhören wollt, dann schaut mal in die Shownotes dieser Folge, da verlinke ich sie euch. Ansonsten geht's morgen weiter mit der neuseeländischen Songwriterin Beanie und ihrem Song Happen to Me. Wer wissen will, warum der für verifiziert ein Song über echte Liebe ist, sollte also auch morgen wieder Popfilter hören. Und jetzt noch kurze Eigenwerbung. Wir feiern 15 Jahre Detektor FM. Das ist quasi das Haus, in dem der Popfilter wohnt. Und wenn ihr mitfeiern wollt, laden wir euch am 28. November ins UT Konnewitz in Leipzig ein. Da werden unsere Geburtstagsbands Umschatt und Miga Martin auftreten und Ulf Böhmeier vom Podcast Lage der Nation wird für einen Live-Talk zu Gast sein. Mehr Infos dazu und Links zu den Tickets findet ihr auch in den Shownotes dieser Folge. Viel zu finden da heute. Mich würde es freuen, wenn wir uns da sehen. Bis dahin, ich bin Marianta. Tschüss.